wir wollen ja vor allen Dingen sehen, wie die Studenten auf der gegnerischen Seite agieren, denn wir benutzen das Spiel natürlich, wie könnte es anders sein, auch als Scouting-Grundlage, um zu schauen, welche Studenten können denn vielleicht den FC St. Pauli demnächst bereichern. Es gibt wahnsinnig viele Studentenmannschaften, das ist ein irre populärer Sport an Universitäten. Da wird schon der ein oder andere Spieler sich anstrengen müssen.